Hallo und willkommen. Hier ist wieder Martin, dein Gesundheitscoach. Innere Ruhe und Gelassenheit. Etwas, was wir uns alle wünschen und sich heutzutage ferner anhört denn je. Denn die Welt wird gefühlt immer hektischer, immer schneller und wir müssen immer mehr leisten und immer weniger Zeit. Da ist es meistens so eine Person, die mir einfach mal so im Kopf kommt. Die klassische Frau, die auch einen Büroangestelltenjob hat, die rennt von Termin zu Termin, muss dann dies noch tun, jenes tun, hat noch die Frist, die sie einhalten muss, die E-Mail, die sie noch machen muss. Gleichzeitig denkt sie wieder an zu Hause, okay, ich muss für die Kinder noch was fertig machen, ich muss mit den Kindern noch Hausaufgaben machen. Gleichzeitig will ich ja irgendwie noch ein bisschen was für mich tun. Und schon füllt sich der ganze Tag nur mit irgendwelchen Aufgaben und du fühlst dich permanent gehetzt. Und das Einzige, was dir dabei hilft, da nicht die Kontrolle zu verlieren oder dass du das Gefühl hast, das Ganze gleitet dir aus den Händen, ist für dich Kontrolle und ein Plan. Aber was machst du auf einmal, wenn du genau diese Kontrolle nicht mehr hast oder wenn du es dir gar nicht eingestehen willst, dass du die Kontrolle verlieren könntest, dass da permanent diese Angst da ist, oh Gott, was passiert, wenn? Dass du halt immer wieder in die Zukunft denkst, hoffentlich passiert das nicht, hoffentlich passiert das nicht. Und auch allein dieser Gedanke löst in dir so viel Stress aus, obwohl der gar nicht eingetreten ist. Und die meisten versuchen auch einfach ihre externen Stressfaktoren, wie zum Beispiel verschiedene Aufgaben, die sie über den Tag machen müssen, ja, durch externe Entspannung wieder loszuwerden. Bedeutet, du gehst zum Yoga, machst Muskelentspannung, trinkst einen grünen Tee, gehst zur Massage. Ohne Frage, ich möchte das nicht abreden, das sind wirklich tolle Tools, um einfach wirklich mal zu entspannen. Aber die Menschen heutzutage denken, dass Stress von außen kommt und dass man die Entspannung, Gelassenheit auch wieder von außen bekommt. Das ist aber nicht der Fall, denn das, was meistens da ist, ist die innere Unruhe. Bedeutet, du hast in dir Glaubenssätze, die erst das Ganze so richtig stressig machen. Beispiel, das Leben ist kein Ponyhof. Es muss schwer sein, Sachen zu erreichen, sonst ist es das Ganze nicht wert. Oder, ja, das Leben ist auch kein Wunschkonzert. Ist doch vollkommen klar. Und so hast du automatisch unterbewusst diesen Frame, dass alles schwer und träge sein muss, um wirklich was zu verändern und deine Sachen zu erreichen. Und das Leben ist halt so. Ist es aber nicht, denn es geht viel einfacher, indem du wirklich mal in dich hineinhorchst und dich mal fragst, okay, wie geht es mir denn jetzt gerade? Und was führt denn zu meinem ganzen Stress? Das sind meistens deine Emotionen und deine Gedanken, die dahinter stecken. Oder auch, dass du für dich einen Job machst, den du unterbewusst gar nicht willst, aber dir bewusst immer wieder einredest, ja, ich muss den ja machen, weil der ist ja sicher und ich kriege ja mein Geld rein. Aber unterbewusst weißt du ganz genau, das ist es nicht, das erfüllt mich nicht. Und allein jeden Morgen aufzustehen, glaub mir, ich kenne das. Ich hatte mal 10 Jahre lang so einen Job, wo ich mir dachte, okay, ich brauche diese Sicherheit, es ist ein Bürojob und dann ist ja alles gut. Nein, ich bin jeden Morgen aufgestanden, hatte schon einen Grundstress in mir, eine komplette Unzufriedenheit. Und mein Verstand hat mir immer nur gesagt, okay, du musst da hingehen, weil was anderes gibt es ja nicht. Und da kannst du dich auch selbst mal fragen, weil viele Menschen definieren sich nur darüber, was sie sind, was sie tun und was sie letztendlich haben. Bedeutet, ja, hallo, ich bin der Martin und ich habe den und den Beruf. Das ist das Erste, was du sagst, wenn du jemanden kennenlernst. Das ist doch, wenn du mal so drüber nachdenkst, echt ein bisschen verrückt. Und das ist das Problem, dass wir uns zu stark mit unserem Job identifizieren und zu stark mit den Dingen, die wir haben. Ich stell dir einfach bloß mal eine Frage, du darfst gerne für dich mal drüber nachdenken. Was würdest du tun oder was wärst du noch, wenn man dir alles wegnehmen würde, was du hast? Man würde dir deinen Job wegnehmen, man würde dir dein Haus meinetwegen wegnehmen, man würde dir deine Familie wegnehmen. Wer oder was bist du dann noch? Das ist eine Frage, die darfst du dir gerne stellen und darüber wird auch stark dein Selbstwert definiert. Deswegen fallen auch viele nachher im Alter ein komplettes Loch, wenn der Job wegfällt. Sie können mit sich einfach nichts mehr anfangen und das ist letztendlich das große Problem, warum du dich immer wieder gestresst fühlst. Ja, also was dadurch permanent passiert ist, dass du entweder in der Vergangenheit lebst oder in der Zukunft. Was meine ich damit? In der Vergangenheit lebst du, wenn du immer wieder die gleichen Erfahrungen machst. Das heißt, okay, ich habe den Job, das ist halt so und das wird sich auch niemals ändern. Und in der Zukunft lebst du mit ganz viel Angst. Was ist, wenn ich krank werde? Was ist, wenn der Job auf einmal doch weg wäre? All diese Ängste und Zweifel lösen in dir Stress aus. Und du kannst dich gar nicht wirklich auf dich konzentrieren und einfach mal eine innere Ruhe finden. Weil das, was die meisten Menschen nicht können, ist einfach mal sich Zeit nehmen für sich. Ich kriege so oft von Menschen die Rückmeldung, ich habe gerade keine Zeit, mich um mich selbst zu kümmern, denn ich muss ja dies tun und jenes tun. Ich muss noch das Projekt abschließen und das Projekt abschließen.
Genau das ist das Problem. Lebe auch mal im Hier und Jetzt und nicht immer bloß in der Zukunft, ich muss dies und jenes noch tun, sondern einfach genieß mal den Moment. Das kann super einfach anfangen, indem du dich mal hinsetzt, rausschaust, wenn die Sonne scheint und einfach mal bewusst und achtsam deinen Kaffee trinkst. Genieß doch einfach nur mal den Kaffee, anstatt gleichzeitig schon wieder dran zu denken, was muss ich nachher noch alles tun. Das ist der allererste Schritt, um für sich eine innere Ruhe zu kreieren, sich immer wieder am Tag Momente der Achtsamkeit zu nehmen. Da kannst du ganz einfach anfangen, 3 Minuten am Tag, dass du dir früh morgens einfach mal 1 Minute nimmst, wo du vielleicht einfach mal bewusst nur auf deine Atmung achtest. Vielleicht in der anderen Minute, wo du bewusst nur deinen Kaffee trinkst und am Ende des Tages einfach nochmal bewusst nur aus dem Fenster schaust. Ich mache das auch super gerne. Ich habe hier ganz viel Grün vor mir und schaue auch gerne einfach mal raus, schaue auf den Boden oder schaue einfach mal auf die Tiere, die hier so unterwegs sind. Ich bin einfach nur im Moment und das bringt mich wieder runter und ich denke nicht permanent immer an morgen, was könnte alles sein, weil ich war selber so ein Mensch, der in ganz vielen Ängsten und Zweifeln gelebt hat, in meinem alten Job, den ich gehasst habe. Und da habe ich einfach für mich, oder wenn du merkst, Mensch, mir geht es gerade ganz genauso, habe ich für mich einfach auch den Weg gefunden, den Blickwinkel einfach zu wechseln. Dass ich sage, okay, ich lebe nicht mehr von Problem zu Problem, sondern jedes Problem ist für mich eine Herausforderung, an der ich wachsen kann. Ja, ein Problem ist ein Geschenk für mich, weil ansonsten leben wir nur in Stagnation und würden uns niemals weiterentwickeln. Und das ist das Allerwichtigste, was ich dir jetzt mitgeben kann aus meiner eigenen Erfahrung. Wechsel deinen Blickwinkel. Probleme sind gut, denn sie führen dazu, dass du deine Komfortzone verlässt, dass du als Mensch wächst. Weil da kommt mir genau ein Gedanke in den Kopf, als ich gesundheitlich ein riesengroßes Problem hatte und ich es für mich gemeistert habe, wusste ich danach, okay, es kann einfach passieren, was ich will, weil ich werde es sowieso schaffen. Und je größer deine Herausforderungen im Leben sind, umso mehr wächst du daran, umso mehr Glauben kriegst du an dich selbst und hast weniger Zweifel. Und so kann ich jetzt auch sagen, okay, ganz ehrlich, mir ist letztendlich fast egal, was nächstes Jahr passiert oder was als nächstes als Herausforderung auf mich zukommt. Ich weiß es, ich werde es einfach wieder meistern. Und das ist wirklich so wahre innere Gelassenheit und Ruhe. Weil daraus wirst du kreativ, du bist nicht mehr nur reaktiv, sondern du kannst agieren, weil du weißt, egal was ich tue, ich werde es auf jeden Fall irgendwie schaffen. Und das ist das Allerwichtigste, was ich dir jetzt einfach mitgebe. Und wenn du dich gerade auch sehr gestresst fühlst und auch so dich danach sehnst, einfach wieder so eine innere Ruhe zu bekommen, dieses Gefühl von, okay, es kann kommen, was will, ich werde es auf jeden Fall meistern, auch dadurch diesen Glauben, dann steht es dir komplett frei, dich mit mir einfach mal auszutauschen, zu schauen, wie sieht gerade deine Situation aus, wo sind bei dir gerade die allergrößten Herausforderungen, wie können wir gemeinsam einfach den Blickwinkel darauf mal ändern, damit es dir leichter fällt, das zu meistern. Und das Einzige, was du dafür tun musst, ist einfach mit mir ein kostenloses Kennenlerngespräch zu vereinbaren. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Und dann tauschen wir uns mal ganz entspannt für 30 Minuten aus. Und da schaue ich einfach mal, wie ich dir da jetzt weiterhelfen kann. Denn danke ich dir für deine Aufmerksamkeit und bleib fit und gesund.